Was ist das für ein Scheiß? Hast du einen anderen Auftrag nach Rotterdam? Könnte ich mal gucken? Könnte ich mal gucken? Du Oder musst auch dieselbe Karte? Fähigkeiten haben, Alter. Ja, das habe ich jetzt auch gar nicht gewusst, ey. Bin mal gespannt, wann sie das rausfixen. Aufträge von Düsseldorf nach Köln. Ach, doof, ey. So, was meintest du vorhin für Katschi für ein MMO? Was wo du den Trailer gesehen hast? Oh, ich muss kurz am Handy, warte mal. Ich bin das nicht umgeguckt. Wir haben nämlich extra über dich geredet. Ich habe ihnen auch schon gesagt, dass so Elder Scrolls nicht so ganz deins ist. Falls er sich wundert, dass wir das nicht so. Also wir spielen es, denke ich mal, schon, aber es ist jetzt nicht so ihr Lieblingsspiel, sagen wir es mal so. Wayward, nee, so Wayward The Way. Wells. Was? The Wayward? Was? The Wayward. The Und dann. Wayward Realms, Ja, wa? genau. The Wayward Realms. Realms. Also Wayward halt ganz normal. WAY, WALD, ne? Dann Realms, so wie man es schreibt. Wie? Alter, der hat Reels, WHEELMS geschrieben. Nicht Wheels, sondern Real. REALM. Ach, Realms. Realms, genau. Realms, The Way genau. Award Realms, genau. Warte mal, vielleicht habe ich bei Da oben steht Externen. er doch, bei Gameswelt. Ja, das aber nur Trailer, ne? Das ist Ich, noch ein Teaser-Trailer, ja. genau, Aber das wurde auch ist noch erst. gar nicht rausgekommen, was? Genau, das wurde erst gestern oder heute erst, dieser Trailer Ah, wurde erst okay. reingebaut. Also dann dauert es wahrscheinlich noch eine ganz schöne Weile. Glaube ich auch. Oh, das steht, gibt es schon Ah. eine Homepage oder sowas von denen? Das weiß ich nicht, ich habe noch gar nicht großartig gesucht, also. Aber ich spiele erst beim nächsten Also wenn Monat jetzt schon eine erstmal. Spinne kommt in den Wald, dann ist es schon vorbei für Kachi. Ach komm, ey. Dieses kleine haarige Ding. Ja. Ich hab nichts nach dem Okay, es gibt schon mal Convoy-Browser an. Pferde, das ist schon mal Pluspunkt. Aber das Einzige, was mich stört, ich weiß nicht, ob das. Sehen aber komisch aus. Da waren auch, da wurde ja nur dieser Ork gezeichnet, ich bin mir jetzt nicht Möchtest du sicher. jetzt hier nicht gucken mit mir? Okay, also es ist bestimmt eine Riesenwelt. The Wayward Realms, okay. Ja, viel konnte man jetzt natürlich leider nicht sehen, ne? Schade. Eben. Ja, fehlt halt so ein Gameplay-Trailer so ein bisschen. Kommt wahrscheinlich noch Ja, oder so. wer weiß. Genau, Teaser ist mehr so Ankündigung. Aber Ex-Entwickler von der Elder Scrolls kündigt RPG. Okay, na gut. Ja, Also wird es Ex-Entwickler. wahrscheinlich dasselbe Setting werden. Weiß ich nicht, vielleicht macht er vieles Aber andere, Spiele mochte also ich ja anders, schon weil von Elder was Scrolls. er für besser hielt, halt, was er bei Elder Scrolls Online gerne anders So gemacht eine hätte, schätze ich mal. Storyline da, weißt du? Und die hat halt durchgequestet und vielleicht mal ein paar Nebenquests. Und dann war's das. So, Ich Marc, hast du was gefunden? hab nichts nach Hast Holland. nichts. Aber ich kann so mitfahren. Ich kann Ja, Leberwurst. das ist doof. Ach nein, Das alles ist gut. doof. Warte mal, abbrechen. Ah, du musst dafür Auftragsflügel. zahlen. Boah, 12.000. Ach du Nee, dann Scheiße. mach nicht. Dann fahr ich aber nur so hinterher und das war's. Hast du eine Strecke nach Amsterdam? Nee, ich hab gar nichts nach Holland. Hast du eine Von. Strecke nach Grimsby oder nach Kino Castle? Nach Vereinigtes Königreich oder so? Von Düsseldorf aus? Nee. Ich habe gar nichts in Düsseldorf. Du hast gar nichts in Düsseldorf. Also was nach England geht. Noch niemals bei. Ich hab. Scheiße. Was ist das? Nee, das ist. Er hat Was denn irgendwie das? die Vergütungsklasse nicht, deshalb, also diese ADR-Klasse hat er anscheinend nicht. Litauen, Frankreich. Ich habe was nach England, nach Southampton habe ich. Naja, dann nimm das. Hauptsache, wir sind in England. Hauptsache, du fährst halt nicht leer, verstehst du? Ja. Okay, dann, Nach aber ich habe, Southampton. ja, Das das ist ist unten, ganz weit unten ist das von England. Southampton. Okay, na, bis dahin werde ich vielleicht auch was finden. Mal gucken. Southampton. Mal sehen. Erstmal nach Rotterdam. Wenn nicht, muss ich halt was nach London finden und dann können wir darüber. Alles gut, okay. Oh, ich muss zur Nachbarfirma. Oh, jetzt muss ich auch mal drehen, ja. Okay, gut. Ich fahre dann mit dem mit nach Rotterdam und dann fahre ich Genau. dann. Fahren wir zusammen rüber nach England und dann. Vielleicht sollte ich mal mein Licht anmachen. Ja, das ist ganz wichtig.
Gut. Yes, bin ich der Anhänger. Ach, ganz normal. Ich warte an der Ampel da vorne auf dich. Mach mal einen kleinen Stau. Demnächst rechts abbiegen. Und fahre ich den Teller. Boah, leck. AU. Oh, warum leckt's denn jetzt? AI, nee, O war das. Ah, guck mal, jetzt kann ich hier Leute blenden. Nur rumgeblinke hier. Oh, gerade noch runtergegangen mit der Geschwindigkeit. Habe ich ein Schwein. 60 innerorts. 60 innerorts, ey. Was mich schon wieder stört, ich habe mich ja schon... Eigentlich kommt ja im August, kommt ja hier, wie heißt nochmal, dieses New World raus. Ja, New World, so, und jetzt haben die das verschoben. Ja, weil die noch nicht genug Geld haben mit dem Beta-Zugang. nee, weil die wollen... die haben gesagt, dass sie... noch etwas Zeit brauchen, weil das Spiel noch ein bisschen, also noch unfertig sein soll. Na, ist doch nicht schlimm. Also, wenn sie ehrlich sind, ist doch gut. Ja, genau. Das habe ich mir auch gesagt. So. Nicht so wie bei Cyberpunk, wie die das da gemacht haben. Ja. Also ich habe zwar nichts gegen das Spiel, ich habe das Spiel ja auch. Ich lade mir das eher gerade wieder runter, weil ich total Lust drauf habe. Okay. So halt. Aber ich verstehe halt nicht, das, was so Fehler bei denen war halt, die haben es angekündigt für die ältere Generation und für die neuere Generation. Für Konsolen halt, ne? Ja. Und halt für die PCs halt so. Die haben auch Forderungen, Voraussetzungen rausgebracht, ja. So halt, und da verstehe ich nicht, warum so die meisten Hater, die richtig rumgeheult haben, waren die Leute, die eine alte Generation von Konsolen haben. So, und dann, warum kauft man sich ein nagelneues Spiel, was krass aussieht, halt von der Grafik ziemlich übertrieben ist, sag ich jetzt einfach mal. Sehr viele Details halt, und dann spielen wir es auf der alten Konsole. Ja. So, dann müssen sie sich doch nicht wundern, dass die Konsole schmilzt oder das Spiel abstürzt, was weiß ich. Das ist so schlimm, dass die sowieso einknicken bei so vielen Leuten. Ja, genau. Ja. Und das sind ja meistens so die jüngeren Leute, die noch nie, wie heißt es mal, so Witcher gespielt haben. Guck dir die so Witcher-Teile an, die sind doch alle mega. Also in ersten Teil bin ich gerade noch dabei zu spielen, in der ersten Teil. Okay. Ja, ich habe auch jetzt nur, ich hab nur den dritten angefangen, aber es ist doch nicht so mein Typ von Spielen, aber ich habe da schon rausgesehen halt so, dass sie da sehr viel Liebe reingebracht haben. Ich hab Müllhaufen an der Seite. Ach, nehme ich mit. Ah, oh, nee, nehme ich doch nicht mit. Wer weiß, ob der wieder einen Schaden macht. Nee. Also Zweier- und Dreier-Witcher habe ich noch gar nicht gespielt. Ich hab's, aber ich spiele gern so eine Reihen. Also Far Cry zum Beispiel spiele ich jetzt auch. Fange ich auch an. Mhm. Der fünfte Teil ist jetzt gratis am Wochenende. Das kann man den spielen. Aber, echt? Ja, aber ich will es nicht machen, weil ich erstmal den ersten Teil durchspielen will. Also ich spiele gerne Spiele, die so eine Geschichte haben, die auch verbunden sind. Ja, was ich zum Beispiel auch toll finde, also ich würde auch empfehlen, erst die Teile von Far Cry zu spielen, weil im sechsten Teil, sage ich, aber das haben die ja schon im Trailer gesagt. Ich glaube, bei der E3 haben die es gezeigt, glaube ich, dass du da die Rollen der Bösen mitspielen kannst. So gesehen, wie die Geschichte, wie die zum Bösen geworden sind. Okay. Das finde ich mega gut, geradeaus. Dass sie das so rausbringen. Ja, warte, bremsen. Da ist nämlich rot. So, du. Ich dachte schon. Der Hut schon hinter mir. Was ist nächstes Mal? Mini-Truck? Ach, Mike. Nicht Mike, ich will schon Mike sagen. Mark meine ich. Ben, ich fahre hinterher. Toll. Ja, das ist so eine Reaktion gewesen. Genau, wenn man auf Q drückt, dann kommt da so. Ja, ich habe nur Controller. Achso, ja. Warte, Q? Eins? Reaktion? Ja, okay. Ja. Ja. Also unser GTA-Server, da sind wir ja offiziell jetzt weg, aber der soll jetzt eigentlich, wir wissen nicht, ob es stimmt, der soll jetzt diesen Monat kommen. Biege nach rechts. Und wenn du sowieso, ich habe schon rausgehört, du magst gern so Speditionen-Spiele, kann das sein? Ja, ich mag schon sowas, aber also ich glaube, wenn ich es nur...
Ich weiß nicht, weil ich habe ja viele Videos, auch zum Beispiel bei dir, da wo du angefangen hast zu spielen. Ich habe ja die YouTube-Videos geguckt. Da habe ich gesehen, da am Anfang noch, da wo du dein Auto zur Garage gebracht hast, weil du dein Auto kaputt geschlagen hast. Ja, das ist aber ein ganz anderer Server. Das ist ein ganz anderer Server. Ja, Das das war wäre ein ich. RP-Server. Der Real-Life-Server, der läuft, fungiert wieder ganz anders. Also da muss man übelst erstmal Geld verdienen und sowas alles. Ja, dass man da halt dann, also in diesem Server, da wo du drauf warst, dass man da als Automechaniker arbeiten kann. Ich weiß ja nicht, was bei dem Server, wo du jetzt da, also eurem, was da jetzt so gemacht werden kann, ob man da auch zum Beispiel spezifisch, zum Beispiel jetzt entweder Autowerkstatt oder halt wie dieses, wie heißt das, dieses Bennys oder wie das da heißt, dann im Dieses Tuning und normalen, so meinst du? genau sowas, genau Also, dieses. das kann ich dir schon mal sagen. Also, ich sag mal so, ich will nicht viel verraten, nicht, dass ich hier noch einen Anranzer kriege, falls da jemand zuguckt. Ich kann dir auch schon mal so viel sagen. Das, was du so auf anderen Servern so kennst, oder das, was du in diesem Video gesehen hast mit dem Tuning-Modell und auch mit den Reparaturmodellen und sowas alles, das ist ganz, ganz anders da. Also, das wird nicht so laufen, wie du es dir vielleicht vorstellst. Da ist ja kein Also Problem. bei diesem Server zum Beispiel, wo ich gespielt habe, State 5, da zum Beispiel war es so, da gab es wirklich eine Analyse erstmal und da hat er dir gesagt, was kaputt war. Und dementsprechend brauchtest du auch Teile, die du erstmal von anderen ankaufen musstest. Die mussten auch die Teile erst wieder herstellen. Das ist natürlich auf diesem Server nicht so. Na, Das ist also wahrscheinlich nur hinfahren, Geld geben, reparieren oder so. so in der Art. Also es. So würde ich das zum Beispiel jetzt machen. So, das wäre viel Also du leichter fährst als jetzt. dahin, sagst irgendwie, oder da gibt es irgendwie drei, also was wir schon kennen ist, da, ja, die analysieren das kurz und dann steht irgendwie da, was das Auto hat und dann reparierst du das mit so und so viel Teilen halt. So, das ist schon mal. Das Tuning-Modell wird so sein, dass du, Dann auswählen. also das, was wir wissen, dass du da erstmal, wie gesagt, so ein Schriftstück kriegst und dann kannst du das Auto schon im Die Auswahl Vorfeld im rechts. Konfigurator sozusagen so nach deinen Wünschen entsprechend machen. Und dann drückst du dann irgendwie Abschluss oder sowas, oder so kann ich mir das denken, so wird es sein. Ich weiß es nicht ganz genau, weil das noch damals bei uns im Test noch nicht drin war. Aber ich denke mal so, dass es so kommen wird, dass es dann, wie gesagt, dass die Techniker oder die Mechaniker dann so einen Zettel kriegen und dann steht das da drauf, was du dir wünschst. Dass die dann einfach So. bloß dran bauen und dann stellen sie das Auto raus oder sowas, was ich, oder keine Ahnung. Ja, dass das auch vielleicht so eine Abklingzeit hat, dass das Auto zum Beispiel nach 5 Minuten erst in die Garage da rausfährt oder keine Ahnung. Ja, so denke ich mir das. Aber das herkömmliche RP wird, also das Modell von herkömmlichem RP wird es da nicht geben. So, und Aber das hat mich jetzt auch hätte sehr ich noch. geärgert. Also ich fand es auch, Ja. dass man jedes Teil selber herstellen muss, dass man auch generell Autos herstellen muss und nicht, dass man einfach zum Händler geht und die dann kaufen kann. Aber naja. Also wir sind da nicht ohne Grund weg. Wir haben schon unser Grund, warum wir da weg sind. Und ja, also es war vielleicht, also sagen es mal so, Super, manche, super manch, LKW-Fahrer. was denn jetzt? Bist du hängen geblieben? Ich wollte links vorbeifahren, er fährt einfach rechts Oha, rein. Alter, wie das gerade Also leckt links hier. zu mir rein. Oha. Jetzt kann ich nach Halt, hinten Speicher drauf. fahren. Oha, warum leckt das denn so einmal so? Kommst du? Oder muss ich warten? Ja, und jetzt fährt der LKW auch nach hinten. Er ist ein Idiot. Und jetzt fährt er wahrscheinlich wieder nach vorne, ne? Okay, ich fahre mal langsam. Gottchen, das habe ich wieder Schaden, War ja. ey. Ja. Deswegen habe ich mir auch diese Add-ons geholt, ne? Weil einfach Das die AI dann einfach klüger war. Bist du dann da komplett raus oder willst du da drauf spielen? Nee, ne, du bist Also da. spielen, interessant. Also ich spielen möchte ich gern noch, klar. Ich Okay. habe aber so die Befürchtung, dass es genau das ist auch einer der Gründe, warum wir weg sind, dass das nicht so ganz nach unseren Wünschen entspricht, so. Weißt du? Also wir sind da mit ganz anderen Erwartungen hingegangen und wir haben auch gemerkt, ja, ich will jetzt nicht fa viel falsch sagen, aber es hat schon seinen Grund, warum die 5 Jahre in Entwicklung sind. Und wer da wirklich das mal ein halbes Jahr oder so verfolgt, der weiß auch, dass es seinen Grund hat, warum die noch 5 Jahre daran arbeiten. Und ja, man kann dann sich weiterspinnen und kann dann weiterdenken, warum das auch so ist. Und dementsprechend sind wir da auch rausgegangen. Ja, okay. Und wir sagen mal so, wir wollten jetzt nicht auf einem Schiff sein, was schon kurz vorm Sinken ist. Okay. Naja, so um das bildlich mal darzustellen.
wir wünschen natürlich alles Gute, das ist klar. Wir wünschen auch, dass die vorankommen, aber wir denken es nicht, dass das jetzt so schnell kommen soll. Und das Komische ist, nachdem wir raus sind, haben sie plötzlich ein, also indirekt, jetzt, wir haben das aus inoffiziellen Quellen jetzt rausgefunden, dass der denn starten soll. Nachdem wir raus sind, wir waren wirklich 3-4 Monate Tester und oder ein halbes Jahr sogar Tester und erst nachdem wir raus sind, ist plötzlich Veröffentlichkeit, also veröffentlichtes Datum. Ne? Aber ja gut, wir werden sehen, was diesen Monat kommt. Ich glaube nicht daran. Ich glaube auch nicht, dass die Leute das kriegen, was sie sich unter diesem Server vorstellen. Es werden viele enttäuscht werden. Ich meine, ich kann mit diesem Modell leben, weil ich denke mal, dass dann vielleicht noch mehr kommt, dass die Entwickler auch daran arbeiten. Für manche ist dieses Anfangsmodell, was denn jetzt da ist, bei der Veröffentlichung, das wird manchen nicht reichen oder manche haben vielleicht zu hohe Ansprüche. Ja, aber ist ein anderes Thema. Wie gesagt, wenn es offen ist, dann schreibe ich das in Discord, dann kommen auch Streams darüber, das ist keine Frage. Und ja, nee, ich wollte es einfach bloß mal sagen, weil du halt das Spedition auch vielleicht magst. Ich hatte nämlich vorgehabt, auch die Spedition zu gründen. Mechaniker wollte ich zuerst machen, da habe ich auch schon eine Konzeption mal angefangen zu schreiben, dies und das. Die wurde dankend abgelehnt. Also. Abgelehnt. Okay. Von daher deswegen. Naja. Egal. Und ja, aber ich hätte gern noch, also wie gesagt, ich mache gerne Spedition auf. Man kann zwar durch Minijobs kann man zwar kleine Lieferantenaufträge machen, aber ich möchte gern an die großen Sachen ran. Also. Ja. Das muss auch mit Wirtschaft muss es auch geguckt werden, was für Ausgaben hast du, was für Einnahmen hast du. Was auch gut ist, du hast eine eigene Firma, du kannst da die Leute bezahlen, du kannst verschiedene Stufen einstellen, Mitarbeitergehälter einstellen, dies und das alles. Du kannst auch einstellen, wer zum Beispiel was machen kann und. Also es ist schon cool gemacht. Also die Konzeption an sich, ja, die ist schon cool gemacht, aber die Umsetzung ist momentan halt so ein bisschen. Also das, was wir mitbekommen haben. Kann ja sein, dass sich jetzt plötzlich alles geändert hat. Deswegen ja, will ich nicht viel sagen. Ja. Bloß zu unserer Zeit, wo wir da halt waren, ich will auch nicht lästern, aber zu unserer Zeit, wo wir da halt waren, es hat uns halt nicht so gefallen und wir waren auch nicht so gern im Team, sagen wir es mal so. Also wir haben uns nicht wie Teammitglieder gefühlt. Wir haben uns mehr so wie Leute gefühlt, die mal ab und zu da mal kurz Hallo sagen und mal kurz sagen, was auf dem Testserver jetzt falsch läuft und nicht. Aber wir wurden halt irgendwie nicht so als Menschen anerkannt. Also so ja. Ungefähr. Ne? Naja, egal. So. Ja, gut. Ja. Wie gesagt, wenn der Server nachher gut ist und man kann darauf spielen, ist mir das alles Wumpe. Mhm. Deswegen alles gut. Aber das war jetzt halt nur so ein kleiner Einknick, weil wir jetzt hier gerade so sozusagen Spediteure sind. Das habe ich da halt auch vor. Und es wäre halt gut, wenn ich hätte vielleicht auch später schon Arbeitskollegen hätte. Weil Kachi, die will irgendwie so in die Richtung Mode gehen. Oder sie will da vielleicht gar nicht mehr spielen, wer weiß. Die ist halt noch geknickter als ich. Oder sie macht unsere Sekretärin, genau. Ah, manchmal leckt es hier ab und zu, wa? Leckt es ja, bei dir auch? Zu. Oh, nö. Der bremst wieder. Der Arsch. Warum bremsen die immer, wenn die bei den Bullen vorbeifahren? Mensch. Die haben Angst. Vielleicht denken sie, dass in diesen Containern hinten so, keine Ahnung, Koks. Koks. Oder irgendwelche Einwanderer oder so. Ja, das kann sein. Was? Ach, wir hätten heute Fernsehen. Wir hätten heute Fernsehen gucken müssen, warum? Was denn? Oh, Beauty and the Nerd? Oh, zweite Staffel oder was? Beauty and the Nerd. Dritte! Ist das nicht das da, wo der Nerd dann so richtig die Auffrischung zu kriegt? Genau, der kriegt einen Style und sollte auch zum Beauty werden. Genau. Also da stecken sozusagen manchmal ein Model zusammen mit so einem absoluten Nerd. Links halt. Und aber der erste war das die erste Staffel, die wir, ja, das war die erste Staffel. Ne? Die zweite war das? Die erste. Ach stimmt, die erste Szene ja. Ja stimmt, immer genau. Geradeaus. Die dritte ist jetzt schon oder was? Ja, heute. Oh, da müssen wir noch nachgucken. Oh, ich glaube, wir hören jetzt auf zu zocken und ich mache den Just Chatting Stream mit Beauty and Nerd Serie. Jetzt ist spät, schade. Okay. Was meine Freunde und ich gerne geguckt haben, waren hier Liebesblind. Love is Blind. Was? Love is Blind?
Ja, genau, da gehen sie, da sind da so fremde Leute. Ja. Die werden halt dann so umgetan, so wegen, ne? Die, auch die gut zusammenpassen, da müssen die so Sachen machen. Und Okay. dann irgendwann am Ende der ganzen Sendung Dürft ihr entscheiden, ob sie zusammenbleiben? dürfen sie entscheiden, ob die heiraten. Was? Ja, und da gab es schon Situationen, alter Aber Vater, ne? die sehen sich. Ja, natürlich, die sehen sich natürlich. Okay. So ganz normal, also Love die. is Blind, okay? Wie Love is viele Blind, Staffeln genau. gibt's davon? Oh, erst noch eine. Zweite Staffel ist auf Netflix. Also Okay. die ersten beiden Staffeln sind schon auf Netflix rausgekommen. Oh, cool. Auf Netflix war, ist auch eine. Und da kam erst jetzt neulich eine zweite rein. Ja, So, cool. die muss ich mir auch noch angucken. Und da ist Ich halt mag ja immer. sowas. Kennst du ja auch bei MTV hier, dieses Catfish. Also ich mag sowas. Ich mag Ja, wir sowas. haben, Das ist ey, total interessant. ungelogen, wir haben auf YouTube einfach alle Catfish-Folgen gesehen. Echt? Aber auf YouTube, Alle. die sind kacke. Ja, Also auf die YouTube hast du wiederholen sich leider halt nicht ein bisschen. alle. Du musst Ja, direkt bei genau. MTV kannst du die kostenlos alle angucken. Aber wir haben da gefühlt 1 bis alle. Staffel 7 kannst du komplett auf Ja. MTV angucken, kostenlos. Es war richtig, ey, da gibt's Leute, ne? Das war ja, ich weiß nicht, ob du die Folge kennst. Da ist einer, der, das ist so, keine Ahnung, wie alt, ich glaube, der ist 20 oder so. Da hat er sich für so einen Typen ausgegeben, so richtig so Photoshop, so seinen Ja. Vater, ne? So richtig gut gemacht. Ja. So mit Schild hochgehoben, dann so die Schattierung, alles so perfekt hingekriegt, so weißt du, so ein virtuelles Schild. Ja. Also, so, und der hat diese Frauen, so die ganzen Frauen, die da sind, ja, ich glaube, das waren 500 Frauen, die er angemacht hat. 500 Frauen. 500 Frauen, da hat er in seiner Bitteschön. Cloud, ne, in seiner Google Dropbox da oder so, Ja. hat er so Notizen, Dokumente. Da steht so, ja, bla bla bla, so und so. Denkt immer noch, dass ich auf sie stehe und immer so weiter, will Ja. sich treffen, so richtig dokumentiert, wie so ein Verrückter. Okay. So, das hat er auch nicht angesehen, ne? Und das Lustige ist, da wo Max und Neve da waren, hat er dieses ganze Gespräch und so die Stimmen von den Frauen alle so mit aufgenommen. Ach du Hat der Scheiße. eine Aufnahme gestartet. Lol. War schon ziemlich krass. Krass. Ja, die habe ich glaube noch nicht gesehen, die Folge. Ich bin jetzt gerade bei Staffel 4. Ja, auf YouTube sind sie eh Aber alle bei durcheinander. manchen merkst du wirklich, dass die mit ganz anderen Erwartungen rangehen. Und manche verlieben sich leider echt nur ins Bild. Ja, Also da waren das. manchmal, die waren zwar etwas moppelig, aber die waren im Gesicht richtig hübsch und die hätten richtig was aus sich machen können. So. Aber die waren dann zum Schluss nur Freunde. Und dann haben sie rum. Mensch, oh, Geschwindigkeits. Oh, scheiß Bulle! Wo war der? War da ein Nee, hier. Blitzer? Ich glaube, ein Blitzer kann gar nicht sein. Was Nee, sehen wir irgendwo ein um. Scheißbulle. Nee, aber manche gehen, da habe ich echt das Gefühl, dass manche echt mit falschen Erwartungen an die ganze Sache gehen. Zum Beispiel, da melden sich manche an oder wollen jemanden treffen, aber sind Bundeswehrsoldat und sind eigentlich kaum zu Hause. Da denke ich Ja, mir, die und haben sogar Folge noch habe ich auch. Kinder, und da denke ich mir, ey, willst du eine Tussi für dein Kind oder willst du eine Tussi für dich? Ja, und also da, manche gehen echt mit falschen Erwartungen ran. Also die hätte ich zum Beispiel nicht geholfen, ganz ehrlich. Da war zum Beispiel, Nice. da gab es da auch eine Folge, da war so eine, das war auch ein Catfish, also die das gemacht hat, die war zweimal in der gleichen Sendung. Die war Ach so, zweimal in der ja, Sendung die drinne. Blonde, ne? Nee, das war so eine schwarze, dicke, dunkelhäutige, dicke, war das. Und die hatte erstmal, da war das Opfer, die hieß Red. So, die heißt Red. So, und da haben die erstmal so geguckt, bla bla bla. Und dann war die halt dann, ja, okay, dann kam da diese Fake-Person. So, dann irgendwann später, in ein paar Folgen, der ist aber Max halt nicht mal schon dabei gewesen. Ja. So. Und dann kriegen die so einen Anruf, bla bla bla, haben denen geholfen. Was kam raus? Genau die gleiche Person. Genau die gleiche Person. Und die hat es auch abgestritten. Die wollte einfach nicht aufhören. So, Ja. die, und die haben da die beste Freundin und ein Kollege von ihr. Oder auch ein Freund. Und dann halt dann, war Max und so eine andere Moderatorin, so Gastmoderatorin, Ja. waren da, haben sich getroffen alle und dann haben die, wie nennt sich das? Eine K, irgendwas mit, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Da sind so ganz viele Leute, so Freunde, Bekannte, sind dann alle in einem Raum und dann wollen die versuchen, das einen jemanden auszureden. Das hat so einen bestimmten Namen, ich weiß nicht mehr welches.
So, und das hat die komplett abgestritten und hat das nicht eingesehen. Wollte einfach weggehen. Ja. Hat den gar nicht interessiert. Ich glaube, irgendwann taucht die nochmal auf. So ein drittes Mal. Ja, da waren, sind schon mehrere dabei. Die schon öfters dabei gewesen sind. Da bremst doch nicht. Los, Düse. Hast du gebremst? Oh nein! Was? Oh nein! Was denn jetzt? Nein! Was denn jetzt? Ich lieg auf der Seite auf der falschen Fahrbahn. Ich Warum das? Ich hab was weggestellt und bin voll rechts gegen den Tunnel gefahren. Oh, Scheiße! Ach, deshalb leckt das so, weil. Ach so! Ich habe einen Unfall gebaut. Oh nein. Ah, jetzt muss ich mich abschleppen lassen, aber ich komme in. Oh, alles kaputt. Scheiße. Wie war das denn? F1 Dienst? Links ab. Werkstatt. Ich hoffe, ich komme direkt in Rotterdam ran. Ja. Na, super, ey. Hoffentlich nach Rotterdam, ja. Wie hast du denn das geschafft, ey? Hm. Hat das geleckt oder wolltest du was einstellen? Nee, ich habe was weggestellt auf meinen Schreibtisch. Ja, du darfst nicht weggucken wie im echten Leben, da kann so viel passieren. Ah, 100% Schaden. Motor, Getriebe 100%, ach, Fahrwerk 100%, Scheiße. Fahrhaus 100%, nur die Reifen sind okay. Ach du Scheiße. Und rat mal, wie viel ich zahlen muss. Ja, eine ganze Palette. Bestimmt 50.000. Nein, 206.000. 206.000? Dann kannst du ja jetzt einen neuen LKW kaufen. Ja. Ach, du Scheiße. Hast du das Geld dann wenigstens? Ja, ich hab 4,4 Millionen noch. Von 4,5. Okay, dann geht's doch, kannst du fünfmal machen. Ja, kann ich. Aber. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Muss immer brennen. Ach, der Schaden. Das leckt manchmal. Nein. Jetzt. Oh, mein Auftrag ist weg. Dein Auftrag ist weg? Ja, weil ich mich abschleppen gelassen habe, oh, weil es ein externer Auftrag war. Mann. Egal, dann fahr ich so mit dir mit. Du bist doch eh da. Ja, bist du in Rotterdam? Ja, natürlich, ich bin bei der Garage. Okay. Ich geh erstmal pennen. Ah, das war eine richtige Minustour. Ja. Auf jeden Fall. Scheiße. Wir sind fertig. Vor allem, wenn man so lange fährt, auf einmal dann macht's bumm, ne? Ja, da denkt man sich so, ja, komm, easy peasy, passt ja. Doch. Hör schon so lange und dann. Oh Mann, ey. Ja, ich hab Level 11 jetzt, glaube ich. Nee, Level 10? Nee, Level 11. Nee, Level 10 erst. Geübter Arbeiter, wow. Ich bin so, Ausbilder. Jetzt mache ich. Sieht man ja. Okay. Also, was haben wir gelernt? Wieder Fernfahrten mache ich. Da kriege ich mehr Vergütung, oder? Nee, was soll ich machen? Hochwertige Fracht. Zerbrechliche, was hast du genommen? Zerbrechliche Fracht oder hochwertige Fracht? Bei was denn? Bei Fähigkeiten. Fähigkeiten? Fracht. Ich habe beides, habe ich auch voll. Also ich hab als erstes mal die Fernfahrten fertig gemacht. Okay, gut. Ja, dann bin ich das jetzt auch schon auf Stufe 4, ja. Mhm. Ja, weil zum Schluss kriegst du dann eh Vergütung. Genau. Wenn du die letzte Stufe hast, kriegst du auf alles nochmal extra Vergütung. Ja. Das haben mir meine Freunde gesagt. Also einer, der das gut spielt, der hat gesagt, mach erst die Fernfahrten. Ja. Hat auch der, mein bester Freund, der LKW-Fahrer, hat das auch gesagt. Ja. Mach erst die Fernfahrten, kriegst mehr Kohle dafür. Genau, weil der Endplug dann da und schlägt sie auf alle. Ja, und du kriegst andere an der Fahrt. Genau. Gut, dann gucken wir nochmal. Aufträge. So, Niederlande. Wir haben hier nach Berlin. Denkst Kalisle. Ach du Scheiße, 8 Stunden. Aber so weit ist das gar nicht. Nach Kalisle habe ich. Dann habe ich noch nach Felixtau. Aber das ist das Falsche. Das ist die Fähre, glaube ich. Lille ist Frankreich. Newcastle haben wir auch noch. Oh, Newcastle, wo ist denn das? England? England. Großbritannien, genau. Tierfutter ja, 11 sehen. Tonnen. Von Rotterdam nach Newcastle. Hast du den auch? Ey, das musst du eh annehmen, damit so, ich den kriege.
Gut, dann fahren wir. Das müsste doch der Zug sehen. Sein, oder? Eigentlich. Weiß ich nicht. Ist die schon hier? Ist sogar was gleich ist hier. Das hier? Das ist QE, dann ES Motor. Ich muss diese Leuchte ausmachen, irgendwie nervt mich. Oh, ich musste erstmal auch immer rumfahren, ey. Ach du Scheiße.